Die Express-Zeitung ist eine Schweizer Zeitschrift, deren Herausgeber sich dem Ziel verschrieben haben, eine unabhängige Alternative zum medialen Einheitsbrei der Massenmedien zu bieten. Die Zeitschrift, welche monatlich in Papierform erscheint, hat ihre Abonnenten im gesamten deutschsprachigen Raum. Im Leitartikel der Ausgabe vom Februar 2017, manipuliertes Weltbild, wie unsere Meinungen geformt werden, wird beleuchtet, wie praktisch alle Informationsquellen, die der gewöhnliche Bürger konsumiert, letztlich in den Händen einer kleinen und mächtigen Elite sind. Und dies trotz scheinbarer Vielfalt. Die Redaktion der Express-Zeitung hat Klagemauer TV die Erlaubnis gegeben, diesen erhellenden Artikel in voller Länge wiederzugeben. Manipuliertes Weltbild. Wie unsere Meinungen geformt werden. Der Fortschritt und die Demokratisierung unserer westlichen Gesellschaft haben es möglich gemacht, dass jedem alle Informationen zur Verfügung stehen. Will ich mich informieren, so kann ich das tun. Wir leben im vielgelobten Informationszeitalter, in dem dank Internet alle Informationen frei zugänglich sind. Wissen bedeutet bekanntlich Macht und dem mündigen Bürger, gut ausgebildet, belesen und mit entsprechendem Allgemeinwissen, ist somit die Macht gegeben, ein Leben in Freiheit und Unabhängigkeit zu führen. So zumindest lautet einer der vielen Glaubenssätze, die unser Weltbild prägen. Auch das Grundrecht zur Meinungsfreiheit und freier Meinungsäußerung steht in fast allen Verfassungen westlicher Gesellschaften und stützt sich auf folgenden Ursprung. Artikel 19 der UNO-Menschenrechtskonvention. Jeder hat das Recht auf freie Meinungsäußerung und Meinungsfreiheit. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen, sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Will ich mich nun als mündiger und interessierter Bürger dieser freien Gesellschaft informieren, stehen mir vielerlei Quellen zur Verfügung. Zunächst einmal lese ich täglich meine Zeitung, ergänzend manchmal auch Fachzeitschriften und Magazine. Ich achte dabei auf ihre Geschichte, Seriosität und Ruf, sowie auf eine breite Auswahl. Ich möchte mir schließlich meine eigene Meinung bilden, sachlich fundiert und unabhängig. Dass weltweit jedoch die allermeisten dieser Printmedien, wie auch alle Fernseh- und Radiosender, einer kleinen Anzahl überaus mächtiger Medienkonzerne gehören, deren Geschäftsführer und Chefredakteure regelmäßig an Treffen teilnehmen, wo sie sich mit anderen Führern aus Konzernwirtschaften, Politik, Militär, Wissenschaft, Internet und viel mehr im Geheimen austauschen und sich abgleichen und Pläne schmieden, wofür auch immer, sollte jeder mündigen Person zu denken geben. Ja, aber warum lese oder höre ich davon nichts in den Medien, mögen Sie sich fragen. Tja, wahrscheinlich erahnen Sie von selbst die Antwort. Wie viel Journalismus steckt in den Nachrichten? Nun sind doch aber Journalisten und Redakteure Menschen wie du und ich und haben sich einst dafür entschieden, diesen Beruf auszuüben, der Wahrheit verpflichtet zu recherchieren und Missstände aufzudecken und zu veröffentlichen. Wenn dies nur so einfach wäre. Einen Großteil der erhaltenen Informationen, gerade wenn es sich um internationale Geschehnisse und Zusammenhänge handelt, werden von sogenannten Nachrichtenagenturen verfasst und über die ganze Welt an tausende Redaktionen gestreut. Investigative Eigenrecherche gehört im Zeitungsgeschäft mittlerweile zum romantischen Sinnbild vergangener Zeiten. Nachrichten- und PR-Agenturen geben die Inhalte vor, welche Journalisten wie Verkäufer an der Brottheke meist nur noch einpacken, mit ihrem Namen versehen und an die Leser weitergeben. Wem ist noch nie aufgefallen, dass in verschiedenen und voneinander unabhängigen Zeitungen genau dieselben Artikel, Absätze oder Sätze abgedruckt sind? Kleiner Gedankensprung. Meinte der damalige Schweizer Bundespräsident Uli Maurer diese Umstände, als er 2013 vor versammelter Journalistengilde von der Herrschaft eines medialen Meinungskartells sprach? Nachrichten- und PR-Agenturen haben während der letzten Jahrzehnte die Inhalte übernommen. Der allergrößte Teil der Journalisten-Schulabgänger wechselt direkt in die PR-Branche, da ansonsten mit wirtschaftlichen und existenziellen Nachteilen zu rechnen ist.
Es sollte uns allen auch bewusst sein, dass die wirtschaftlichen Abhängigkeiten aller Prinzprodukte ihren Inserenten gegenüber es verständlicherweise nicht zulassen, dass über diese investigativ und kritisch berichtet wird, egal wie viel Dreck am Stecken vorhanden sein mag. Das Brot ich esse, das Lied ich sing. La, 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 la. Die Tagesschau. Gründe, um misstrauisch zu sein. Zusammenfassend haben wir nun einige Hinweise, warum ich meine morgendliche Zeitungslektüre, wenn überhaupt noch, damit etwas mehr Vorsicht und Skepsis genießen sollte. Die weltweit unzähligen Zeitungen, TV-Sender, Radiostationen und andere Medienprodukte gehören alle denselben wenigen Medienkonzernen, welche wiederum im Privatbesitz einiger weniger sind. Deren jeweiligen CEOs und Chefredakteure sind in übergeordnete und der Öffentlichkeit verborgene Netzwerke eingebunden. Inhalte werden größtenteils von Nachrichten- und PR-Agenturen vorgegeben. Die Folge ist weitgehende Gleichschaltung und ein mediales Meinungskartell, so Bundespräsident Uli Maurer 2013. Klassischer Journalismus wird bereits in der Ausbildung, in Praktika und im Berufseinstieg durch Public Relation, kurz PR, ersetzt, welche zur Aufgabe hat, Informationen im Sinne des Auftraggebers zu verpacken und sie den Konsumenten zu verkaufen. Durchaus nachvollziehbare finanzielle Abhängigkeiten von Inserenten, meist Großkonzerne, verunmöglichen jederzeit, um wirklich investigative Recherche und Veröffentlichung kritischer Artikel über dieselben. Alternativen im Netz. Nun sind diese Umstände bereits vielen Menschen bekannt und glücklicherweise gibt es heute im Zuge des technischen und digitalen Fortschritts ja das Internet, welches mich den Massenmedien gegenüber unabhängig macht. So dient mir für meine Meinungsbildung Wikipedia, die Enzyklopädie aus freien Inhalten, demokratisch und organisch aus der Gesellschaft heraus entstanden, seriös, uneigennützig, sich selber regulierend und somit der Wahrheit wohl am nächsten. Davon gingen auch unzählige Nutzer aus, welche ihren kleinen Beitrag zu dieser hehren und äußerst demokratisch klingenden Vision einer Quelle der Wahrheit für alle leisten wollten und halten fundiert und säuberlich recherchiert gerade diejenigen Informationen und Erkenntnisse mit der Allgemeinheit, welche man in den Massenmedien vergeblich suchte. Doch wie von Geisterhand werden diese Einträge nach kurzer Zeit wieder rückgängig gemacht. All die Veröffentlichungen, welche wieder gelöscht und rückgängig gemacht werden, haben eines gemeinsam. Sie widerlegen das Narrativ der Massenmedien und stellen nachweislich die offizielle, doch falsche Geschichtsschreibung richtig oder kurz gesagt, sie widersprechen dem systemkonformen Weltbild. Diejenigen, welche wiederholt versuchen, ihre nachweislich richtigen Erkenntnisse der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, werden einfach gesperrt und deren Accounts gelöscht. So viel zur Demokratisierung des Wissens. Angesichts der weltweit Abermillionen Einträge muss ich zur Überwachung und zur beinahe zeitgleichen Korrektur und Zensur der unerwünschten Einträge dahinter ein Kontrollsystem von gigantischer Dimension befinden. Nur schon der Gedanke daran lässt einen erschaudern. Hilfe bei den Weltverbesserern. Wenn nun sowohl die Massenmedien als auch das von allen genutzte Wikipedia nicht das halten, was der Bürger sich eigentlich von ihnen verspricht, nämlich wahrheitsgetreu informiert zu werden, dann ist er wohl gezwungen, sich direkt an die unabhängigen Quellen zu wenden. Amnesty International, Human Rights Watch, Greenpeace und andere unabhängige Nichtregierungsorganisationen, kurz NGOs, genießen in unserer Bevölkerung ein hohes Maß an Seriosität und hohe Glaubwürdigkeit. Wie könnte es auch anders sein, geben diese doch denjenigen eine Stimme, die unter Ausbeutung, Folter und Unterdrückung leiden. Idealismus, Opferbereitschaft, Uneigennützigkeit und der Wunsch zu helfen und etwas zu bewirken sind zudem die Antriebsfedern deren Mitarbeiter und es scheint mehr als vermessen,
ja gar unverschämt, am Wahrheitsgehalt von Informationen solcher NGOs zu zweifeln. So werden von der westlichen Politik zur vermeintlichen Sicherstellung von Menschenrechten oder Demokratisierung betroffener Länder beispielsweise gerne Folterberichte von Amnesty International oder Human Rights Watch als Rechtfertigung herangezogen und sich damit der Rücken in der eigenen Bevölkerung gesichert. Auch hier ergibt sich bei näherer Betrachtung ein problematisches Bild von Verstrickungen und Einflussnahmen zu Regierungen, Konzernen und Geheimdiensten, natürlich erst auf den oberen Etagen. Egal wohin man blickt, scheinen alle einflussreichen NGOs, Stiftungen, Thinktanks und Bewegungen dem herrschenden System als äußerst hilfreiches Instrument zu dienen. Wird unsere Gesellschaft von solch vermeintlich unabhängiger Seite her dahin manipuliert, dass sie völkerrechtswidrige, militärische und gar verbrecherische Aktionen der eigenen Regierung rechtfertigt und unterstützt, immerzu mit dem guten Gefühl, das Richtige zu tun? Werden gar der Reihe nach souveräne Staaten in die Steinzeit zurückgebombt, alles unter dem Vorwand der Demokratisierung und Menschenrechte? Und wieso machen dieselben Organisationen, deren Berichte mit zu diesen Kriegen führten, sich heute dafür stark, dass Europa Millionen von Migranten ansiedeln sollen, anstatt den Opfern vor Ort zu helfen? Die letzte Rettung. Wissenschaft. Die vertrauenswürdigen Informationsquellen werden immer weniger und meine Zweifel mehr. Wie kann ich mir unabhängig eine eigene Meinung bilden, wenn ich zu den dazu notwendigen und wahrhaftigen Informationen gar keinen Zugang habe? Weiß ich im Endeffekt immer nur das, was ich auch wissen soll? Dann wären ja die Schlüsse, die ich daraus ziehe, also meine daraus selbst gebildete Meinung, leicht vorhersehbar und mein Weltbild somit gar manipuliert. Das scheint mir nun doch etwas zu weit gegriffen. Immerhin haben wir noch die Wissenschaft, deren freie Forschung und Lehre nach zum Beispiel der Schweizer Verfassung gewährleistet ist. Nach den soeben genannten Erfahrungen beschleichen mich trotz verfassungsmäßiger Gewährleistung jedoch leise Zweifel und ich beginne zu googeln. Das Resultat ist, wie Sie es sich inzwischen erahnen können, ernüchternd. Von Unabhängigkeit zu sprechen, während allein in der kleinen Schweiz über 300 sogenannte Kooperationen mit privaten Geldgebern, in der Regel Stiftungen und Konzerne, bestehen, in einem Volumen von zig Millionen, erscheint mir doch etwas geschönt, egal mit welchem PR-Deutsch uns dies verkauft wird. Allein die UBS finanziert mit 100 Millionen Schweizer Franken eine neue Forschungseinrichtung an der Uni Zürich. Laut Recherchen des Schweizer Fernsehens werden schweizweit Lehrstühle gekauft, Studien beeinflusst, manipuliert oder einfach nicht veröffentlicht. Nach Aussage eines Staatsprofessors der Uni Bern hat jegliche Forschung oder Aussage eines von Konzernen gesponserten Professors null Wert. Auch im weiten Feld der Wissenschaft könnte die Aufzählung weltweiter Abhängigkeiten, Einflussnahmen, Korruption und Manipulation in beliebiger Länge weitergeführt werden. Generell lässt sich also sagen, dass das Weltbild unserer westlichen Gesellschaft in hohem Maß manipuliert ist. Egal, wie ich meine Wissensdurst stillen will, ob aus der Presse, Wikipedia, Studien oder anderen vermeintlich vertrauenswürdigen Quellen, ich finde zu großen Teilen gleichgeschaltete, tendenziöse oder manipulierte Informationen. Oder anders ausgedrückt, geht man grundsätzlich vom Gegenteil der offiziellen Meinung aus, so ist man der Wahrheit meist näher.